Das müsste doch so gehen, oder? Ach, da war noch eine Rail drin. Das erklärt einiges. Es ist ein i5, oder haben wir ein i5? Ja, ich glaube, ein Ja, ist ein i5. i5 9660K müsste es, glaube ich, sein. Ich habe nur Angst, wenn ich da jetzt aufmache, dass dann die. Nee, die Fische kommen nicht nach oben, keine Sorge. Wenn, dann ist eher, dass er nicht runter will. Weil er immer aufschwimmt. Er schwimmt nicht da, er schwimmt auch runter. Ich habe bei der CPU ein bisschen übertrieben. I9 oder? Ja. Ja, gut, jetzt mit I9 mehr. 10.000 irgendwas. Okay. Und Ole, wie schwimmt er runter? Ich brauche Java. Push ihn down. Ja, nee, der schwimmt runter. Nimm einfach das Wasser oben weg, dann kann er nur noch nach unten. Das Blöde ist, du musst halt dann rausfliegen oder so. Das ist ja dann kein Thema mehr. Ich kann dir da eine Leiter reichen. Bei mir schaut es aus, als wäre noch in einem so ein Block drin, oder? Jetzt hat er aber vielleicht, oder? Ne, immer noch nicht. Komm raus jetzt. Nice. Yay, der erste von zweien ist da. Zwei willst du? Hier immer auf dem Auftrag stehen zwei. Davor gehe ich Bedwars spielen, danach mache ich Ja, das. alles Gute. Lass du mich irgendwie raus? Willst du denn raus? Hier. Hm, nee, komm hierher, ganz oben. Ja, hahaha. Ah. Schauen wir mal, wie lange der überlebt. Irgendwann wahrscheinlich verreckt er irgendwo, weil er irgendwo aufgestrandet ist. In Sand irgendwie verrennt ist und du hattest keine, ja, alles, was irgendwie Ideen da waren, wurde abgeschmettert und nein, das machen wir nicht und nein, das Wie viele Bienen stehen hier? Ja, inzwischen sind es ein paar. Es ist krass. Ja, ein paar, wenige. Und der Shop schaut anders aus. Ja, ich war fleißig. Auf einmal habe ich irgendwie angefangen und dann war es auf einmal 2:30 in der Nacht, als ich fertig war. Das ist riesig. Ja, deswegen war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe. Das Einzige, was genau gleich geblieben ist, ist diese Wand hier. Die habe ich nicht versetzt, weil ich keinen Bock hatte, jedes Schild neu zu schreiben. Das heißt, ich habe meinen Shop einzig und allein dadurch daran designt, dass diese Wand hier stehen bleibt. Und es war total kacke, weil zuerst wollte ich diese doppelte Wand in der Mitte haben, aber dann hätte der Weg nicht mehr gepasst hier und dann. What? Zu teuer? Nö, ich bin gerade erstaunt. Hä? Biegen? Ja, ich habe eine Wither-Skeleton Farm jetzt gebaut. Ach so, Deswegen auch hier deswegen. vorne nochmal zwei Beacons und die ist zwar heute Stimmt. erst fertig geworden, also ich habe jetzt erst drei Beacons da rausgeholt aus der Farm, aber nach 2 Stunden AFK stehen ist das okay. Hätte auch hier gleich. Ach so, ich hab. Nee, das sind keine vollen Biegen. Der hier nicht, der andere schon.
Der andere hat Full Speed 2 Beacon. Das hier ist nur ein Single einer Haste Beacon. Wegen dem Teil unten, genau. Das war das Problem. Ja. Und ich wollte das nicht durchgehen lassen. Das ist eh schon hier, habe ich extra schon. Ja, ja. Das zu machen müssen. Das sieht man. Genau. Aber ansonsten jetzt alles Mögliche dabei, auch noch viel mehr. Ich habe jetzt auch hier Netherite Ingot und so. Und für die Leute, die quasi keinen Bock haben zu farmen. Danke. Ja, Ja, ja. Und eine Spitzhacke wird auch noch. Mein Erdkratzer muss ich auch noch. Ja, ich finde es schade, dass man die Schere nicht damit belegen kann. Gelaufen. Ja, ja. Es gibt auch keine Bierschere. Ja, die Hacke kannst du. Ja, die habe ich. Ja, eben. Ja, ist er. Doch. Ja, ja, Update. Ja, ja, ja. Was noch? Was gibt's noch Neues? Jojo war mal online. Jojo war mal online, 10 Minuten ist bis hin hergelaufen, dann ist wieder gegangen. Nee, wichtigste News überhaupt, Ole hat mir einen Tintenfisch in mein Aquarium geholt. Echt jetzt? Ja, gerade eben vor einer halben Stunde, aber erst. Und ich habe gesagt, da brauche ich aber noch einen zweiten. Und dann wollte er aber erst mit Max ein bisschen Bad Wars spielen. Darum steht das auch hier noch alles rum. Aber ich habe jetzt, da oben ist er. Schauen wir mal, wie lange der lebt. Ja, mal gucken. Einmal ist auch. Ja, der ist mal doch von dem Wasserding hochgekommen. Das nachher noch Optifine installiert. Oh ja, unbedingt. Das macht so viel aus. Es ist unglaublich. Ja, ich merke hier gar nichts, seit Optifine installiert ist. Ja, genau. Der hat einen neuen Sitzplatz bekommen. Ja, dem sollte man nicht zu nahe kommen. Nee. Ja. Sehr gut, mit Rüstung geht's wahrscheinlich, aber. Ja, aber der macht schon ordentlich Schaden. Ich sag 4-5 Herzen, reißt er dir raus. Ja, also 2 Hits. Ja, 3 Hits, glaube ich, brauchst. Ja. Aber auch gefährlich. Gefährlich, ja. Ja. Ansonsten, Twi hat relativ viel weitergebaut. Boah. Ja, hier einmal wegfliegen, da habe ich auch einen Ruckler. Ja. Twi hat relativ viel weitergebaut. Ole hat sein Sorting-System inzwischen mehr oder weniger fertig. Ups. So, draußen hat sich nichts getan. Nee, eigentlich nur bei Twi eben. Der hat halt ein bisschen in seiner Burg landschaftlich ein bisschen was gebaut. Ja, ja, bei Oli ist aufgeräumt. Oli ist aufgeräumt, endlich, ja. Schön. Stimmt. Und er hat schön farbige Schalkerpuste. Ja. Okay. Genau, ja. Ja. Wir haben also nicht ganz aufgeräumt, oder? Ja, ja, den Raum hat er auch vorher gebaut. Also so die Räume hier so ein bisschen neu eingerichtet und so. Also den hier kenne ich noch. Ja. Aber Ofen und hier den Enchanting-Raum. Schaut cool aus. Er macht auf jeden Fall viel mehr her, ja, als vorher. Genau. Bisschen zu groß, flächig. Ja, das Ganze ist schon extrem riesig, aber es geht noch. Es geht noch. Was hat er hier? Treppe? Den? Ganz links? Nee. Okay, ja, den hat er jetzt auch noch fertig gebaut. Schön. Und hier hat er auch relativ viel. Ach ja, den Boden, das war das letzte, was ich. Genau, hatte. Und den hat er jetzt aber überall durchgezogen. Also, wo er es ausprobiert hat. Ja, genau. So. Weibei. Und das Haus hat er, glaube ich, gestern noch angefangen gehabt, hier zu bauen. Oh, ja. Lebt dein Squid noch? Ja, ist noch drin. Was hat er mit? Ja, das sind die neuen Walls. Du kannst jetzt, das ist jetzt bei 1.16 anders. Das sind ganz normale Walls. Und wenn du die übereinander, dann sind das jetzt quasi nicht mehr, früher waren es ja immer so einzelne Klumpen. Jetzt ist das nur noch so, wenn du halt einen Block daneben setzt, dann ergibt sich halt so eine Verbindung. Und dadurch hast du jetzt quasi vertikale Half-Slabs eigentlich. Also es schaut richtig gut aus. An der Mitte. Genau, ja. Das so habe ich auch bei mir, bei meinem Shop habe ich das ja auch verwendet. Das ist nice. Ja. Du kannst da viel filigraner bauen. Ja. Halt ein bisschen eine Ebene mehr eigentlich. Ja, ja. Das macht viel aus optisch, ja.
Ja, anstatt. Ja. Irgendwie der Meerrand. Nee, und ansonsten glaube ich, hat sich eigentlich nicht allzu viel. Dein Holzshop ist eigentlich so gut wie leer. aber ansonsten glaube ich, hat sich nicht allzu viel getan. Ich war auch nicht oft da jetzt. Aber ich habe jetzt eigentlich gerade angefangen mit einem kleinen Gaming District, wollte ich eigentlich mehr oder weniger anfangen. What? Da, wo du gerade vorbeigeflogen bist. Genau. Ja, was willst also, du denn da machen? Gaming District. Du wolltest doch hier hinten irgendwie so eine Arena bauen. Das würde doch ja. Da genau da gut dahinter hinpassen und man kann dann hier so kleine Minigames hier so irgendwie so. Man sitzt einfach hier hin. An die Stelle, wo du es freigemacht hast. Ja, einfach so rundrum halt. Also das hier ist quasi der Mittelpunkt davon oder sowas und man kann halt jetzt irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Minigame, das braucht irgendwie 10x12 Blöcke oder sowas. Mhm. Paar Bäume weg und halt dann dahin oder so. Ja. Und in der Mitte vielleicht irgendwie nochmal so ein Brunnen oder eine Statue nochmal oder whatever. Aha, so. Ich hab da gerade eben vor 10 Minuten, bevor du gekommen bist, damit erst angefangen. Das ist eigentlich so ein Platz unten außenrum so. Genau, deswegen hier so diesen Kreis und außenrum quasi kann man dann eben hier so einzelne Wege wieder wegmachen zu den einzelnen Minigames halt zum Beispiel. Okay. Was ich jetzt zum Beispiel gerade bauen wollte, ist entweder ein 4 gewinnt. Spiel, was quasi zwei Player bräuchte, und dann wollte ich noch ein Gambling-Spiel bauen, wo du quasi irgendwas zahlst, damit du halt rein darfst, dann kannst du einen Knopf drücken, dann hast du bekommst du entweder einen Diamantblock zurück oder halt irgendwie gute andere Sachen, aber es kann halt auch TNT rauskommen, dann quasi verlierst du alles. Also irgendwie sowas. So 1:6 Wahrscheinlichkeit oder sowas, glaube ich. Mal schauen. Weil die Messer wollte doch unbedingt, dass sie irgendwo so eine Schalkerbox mit guten Items gewinnen kann. Sicher. Von dem her. Ja, schon weiß. Und du wolltest ja hier die Arena bauen. Ich weiß doch nicht, ob dir das dann vom Platz noch reicht, aber hier so hinten her. I don't know. Ach ja, Leute, die neue Beleidigung in Minecraft. Again, you can't get rid of me. We are back for another F1 2020 Career Mode episode. This is number 10. We're into double digits now for the French Grand Prix, I think we're at now, to be competitive and in the fight. And hopefully, long may it continue. I hope there isn't some kind of breakaway mid-season development race that the AI just go ham with and we can do rear downforce. So that's an issue which needs to be addressed in the medium-term future. Here's the replay of the start, of the first lap. That was a big boy dive bomb on Romain Grosjean. Leute, schaut euch mal das an. Jojo ist online. Man glaubt es kaum. Und, wenn ich dran denke, spiele ich euch jetzt einen Clip ein, den sie mir geschickt hat. Denn sie hat tatsächlich in meinem Shop gekauft. Sie hat Fire Assassin Potions gekauft. Ich bin in der Lava verreckt. Ich kann es ja nicht glauben, dass ich das jetzt tue, aber... So, Andi, jetzt endlich zufrieden. Und noch jemand hat was gekauft. Tada! Nice. So. Uff. Einmal das hier. Was war das für ein scheiß Bogen? Noch echt in mein Haus? Das auch persönlich vorbeibringen können. Ich war ja da, du nicht. Ach, noch 30 Sekunden Vergiftung. Ich warte hier mal. Glückwunsch. Die haben gewonnen. Ich hab die Scheißhexe getötet. Das ist ja kein 50% Discount. Ah, du Arsch. aber wenigstens hast du nicht jeden einzelnen einem anderen einen Namen gegeben. Scheiße. Warte, kannst du noch mal? Nein. Nee, ich hab nur 17 Level.
Und jetzt kann ich hier noch rausnehmen? Jetzt darfst du dir noch 3 Stacks Eisen rausnehmen, ja. Yay. Yeah. Weil du ja noch nicht genug Eisen hast. Yay. Uff, was ist das denn? Ich weiß nicht. Also ich glaube, ganz viel ist es nicht mehr. Also mit den 3 Stacks kannst du auf jeden Fall eine Pyramide bauen für die beiden Beacons. Ja, ich habe eine vorbereitete, so eine halbe. Okay. Schon. Ja, so der Wild Fox. Ja, aber für dich wird das mit Sicherheit auch ein interessantes Konzept, Jojo, werden. Wenn du dann bei dir zu Hause bist, dann siehst du es gleich, was ich meine. Oh ja. Ja. Was steht jetzt für eine Werbung wieder auf meinem Schild? Nee, nix Werbung. Gutschein. Oh, du siehst es dann schon. Eine Dia-Schaufel für einen halben Dia. Eine für... Sie bekommen eine Eisenschaufel dazu. Oh, wow. Ich könnte aber schon 2 springen lassen. Ja, Lobus, ich muss auch irgendwo bleiben. Dann müsstest du mich hier eigentlich sehen. Da drüben ist die Bank. Ja, ja. Du nimmst gar nicht den... Was ist eigentlich... Diese Tripwire hier. Ja, ich wollte, dass die Tür aufgeht, aber irgendwie habe ich vergessen, oder... Das war... Dann habe ich eine Pause gemacht und... Ja. Ist das überhaupt irgendwo angeschlossen? Nee, das sollte noch. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ach so. Ich habe das angefangen, dann bin ich aufgegangen und war eine Woche nicht da. Okay. Das ist es. Also reinkommen ist über den Tisch und eigentlich zum Rauskommen dann halt, aber... Ja. Okay. Das ist so die richtige Scam-Werbung. Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Klicken Sie jetzt auf diesen Link. Notieren Sie sich bitte für folgende Rückrufnummer. Du weißt, was man mit solchen E-Mails muss eigentlich sofort löschen. Soll ich diese Kiste in Brand stecken? Feuerspät. Eigentlich ist die Regel, du klickst nicht auf Links in solchen Mails. Ne? Ja, du öffnest nicht das Buch. Soll ich mir das jetzt wirklich durchlesen? Abi, als ob er das so... Oh, ich glaube, er beschreibt halt echt ein 20 Seiten. Das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Sie haben gewonnen. Das ist so die typische... Oh. Ja, ich eben drum. Und die alten Omas fallen drauf rein, ne? Du bist ein böser Mensch, Andi. Mit diesem. Seit wann schreibt man diesen mit SZ? Oh, bla bla bla. Im Shop bei Andi. Ja. Es sind halt echt 20 Seiten. Ich kriege das Geld nie. Nee, was? Kommen die ganzen Couponregeln und Klauseln? Ist Kleingedruckt oder was? Das steht alles. Alter, was ist hier alles drin? Mal verwendet werden. Hat er mir richtig Mühe gegeben, um dieses dämliche Buch zu schreiben. Die habe ich alle aus dem Internet rauskopiert. Oh, wow. So. Okay, die letzten Seiten sind leer. Nee. AGBs. Und die hat immer recht. Warte mal, das ist nicht mir gerade wert. Was brauche ich denn? Das brauche ich. Das brauche ich. Nein. Na? Pass auf. Nein. Verdammt, ich hab's schon gespoilert. Was hast du schon? Ich hab schon gespoilert, was ich vorhabe. Ich muss jetzt schnell machen. Nein! Also ich bin ja eindeutig nicht erwünscht auf dem Server. Ich bin hier ganz eindeutig nicht erwünscht. Also dein Glückwunsch und Coupeau wäre noch hier. Coupeau? Ich bin hier ganz eindeutig nicht erwünscht. Doch, du bist, du bist im Shop vom Andi, bist du sehr erwünscht. Ich wurde gerade gekickt, ich bin nicht erwünscht, ich gehe wieder. Als ob du so ein Netherite-Dingsens hast.
Ja. Nein! Selber schuld, dass du reingerannt bist. Das Buch hat überlebt, immerhin. Also. Nicht wahr? So. Ja, hab ich. Du hast 41 Dias, davon kann man mindestens 41 im Shop bei Andi ausgeben. Oh Gott. Verteidigungsminister James Mattis, ja, Mad Dog genannt. General James Mad Dog Mattis. Es sind seltsame Zeiten, wenn ein verrückter Hund zur Stimme der Vernunft wird. Außerdem gibt es Kritik vom ehemaligen republikanischen Präsidenten George W. Bush. Trump wird kritisiert vom ehemaligen republikanischen Außenminister Colin Powell und von der ehemaligen republikanischen Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice. Alles Antifa-Kämpfer. Ja, also endlich gibt es auch mal Widerstand aus der Republikanischen Partei gegen Trump. Seine Zustimmungswerte sind zurzeit ohnehin im Sinkflug. 57% lehnen Trump aktuell ab. 57%. Es fehlen also noch 43. Dann hat er das Land wirklich geeint. Dennis Gaub und Jesko Friedrich können ein Lied davon singen. Trump-di-da-di, Trump-di-da-di, Trump-di-da-di.